Schon wieder herum. Gibt's ja nicht. Schau dem nach. Schau dem an. Das denn auch? Ja, er hat. Nein, er hat wahrscheinlich dem Pferd Kaffee gegeben. Keine Ahnung. Oh ja. Okay. Hier ist ein Braustand drinnen. So, was habe ich hier? Was hast du hier? Warte mal, mal sehen, ob man hier irgendwas gebrauchen kann. Ich habe einen. Goldjunge. Erstmal wieder was klauen. Nee. Ich habe selber gesagt, dass auf diesem Server klauen nicht. Ja, genau, weil ich brauche jetzt nämlich eine Gold. Warte jetzt kurz, ich muss mir wieder kurz muten, ich muss was. Warst du da unten eigentlich schon in dieser Schlucht hier unter deiner Hütte hier? Ja, war ich schon. Alter, ich wäre fast mit meinem Pferd in die Schlucht reingeritten. Geil. Lava. Alter Schwede. So, ich muss jetzt was loswerden. So, da und zwar Kies. Rein mit dir. Also spätestens wenn mein Tee zu Ende ist, ist Feierabend. Wie viel Tee hast du noch? Reichlich. Eine ganze Kanne? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin echt müde langsam. Mm. Mhm. Ja. Was? Honk wird müde? Nö. Questy? Ja. Seh ich mir ein. Bitte? Du bist nicht müde? Ja, auch schon langsam, aber jetzt geht er eigentlich besser wieder. Okay. Dann bin ich hier der einzige Spaßverderber, okay, muss ich mich zusammen los. guck mal, was haben wir hier gefunden? So ein schönen Outpost, ey, das ist auch mal schön. Was, ein Pillager Outpost? Wenn jemand herkommt, so weit weg ist er gar nicht. Ich will mal kurz hier die Pferde reiten. Pferd, was hast du? Nee, du hast nichts Gutes. Du Pferd? Allrounder Pferd wahrscheinlich. Ja, ich habe mein eigenes hier. Wo sind denn die Outpost ein neuer? Oder der, den du schon hattest? Ja, es ist ein neuer. Ich glaube, es ist ein neuer. Es ist ein Manuel neuer. Haha, lustig. Das ist doch ein verkackter Fußballspieler, ne? Ja. So. Ja. Da gab es ja jetzt auch so einen Skandal irgendwie mit dem Boris Palmer, mit dem Chef, mit dem Bürgermeister von Tübingen. Der hat über irgendeinen Ex-Fußballer irgendwas gesagt. Also dieser Ex-Fußballer ist schwarz und hat wohl irgendwann mal eine Aussage getätigt, in der das N-Wort vorkam. Und dann hat jetzt der Palmer das wiederholt und dann wurde dann hinterher... Au, ich habe meinem Pferd wehgetan gerade. Na toll. Wie kann man das reparieren eigentlich, das Pferd? Muss man damit in die Werkstatt? Ja. In die Werkstatt. Pferdewerkstatt. wie kann man wie kann man rissige Steine machen? Indem du die Steine nochmal brätst. Ah, die Steine, die gebraten worden sind, noch einmal braten. Okay, danke. Das ist überhaupt nicht aufwendig, ne? Voll nicht, gell? Ja, nö. Nö, überhaupt nicht. Ich find's eigentlich ganz passend. So, Kohle habe ich hier. Ich reite jetzt hier mit voller Geschwindigkeit in den Abgrund, ja. In den Abgrund. Ja, ich bin hier so ein bisschen am... ist eigentlich irgendwo. So, jetzt mache ich mir mal eine Rüstung aus Endepunkt. Und ich meine eine goldene Hose oder irgendwas, oder es reicht irgendwas Goldenes, gell? Ja. Stiefel. Ja, irgendwas. Passt. Stiefel habe ich. Zack. So, goldene Stiefel, ich gehe dann in den Nähter. Aber erst später. Mit dem Peter. Das geht da. Was will der Peter? Nether? Keine Ahnung. Irgendwas will er später. Kompensieren. Kompensieren. acht Eisen. Das ist nicht gut. Na. Dieses verkackte Pferd ist so... Oh, halt. I hear you, Arsch. I hear you, Arsch. So. Ich hab gerade nur noch Pillager, Alter. Ja, ich hab hier gerade ein anderes Ding am Gehen. Ich mach jetzt kleinen Raid, Leute.
Nein, Spaß. Nicht dein fucking Ernst. Okay, alles klar. Kohle gebe ich hier mal irgendwo dazu, wenn es geht. Nee, nö. Um Raid zu machen, müsstest du ja in ein Dorf rein. Das ist ja das Ding. Und also du kannst gerne irgendein anderes Dorf schrotten, wenn du willst. Ist zwar nicht die nette, feine englische Art, aber meinetwegen. Stöcke im Eisen habe ich mit. Stöcke im Eisen, was? Nö, ich muss noch schauen, ob ich eh genügend Äxte habe und weil ich gehe jetzt in den Nether, glaube ich. So, also, gehst jetzt aber warum das, willst du in den Nether? Was willst du da machen? Da will ich später mit dem Peter Nether-Kram machen. Nether-Kram, Peter Pan? Mit Peter Pan Nether-Kram. Und kannst du nicht reimen, so muss ich schleimen. Ja. Oh Gott, was war das? Was? Könnte mich bitte wer erschießen, ehe ich selber vor Tod fallen. Soll ich dich erschießen? Das mache ich nicht, weil das finde ich beschießen. Ja. Nee, soll ich dich erschießen? Soll ich dich erschießen? Das würde ich genießen. Ach. Nö, ich doch nicht. Nö. Skeletor. Nicht mein Lieblings-Let's Player erschießen. Es wird Nacht. Timesetten. Jetzt schlafen wir ja, mal. Ja, machen wir Timesetten. Ich schon bin gerade am Kämpfen hier. Achso, ja, okay. Ja, ich auch gegen die ganzen Pillager. Ach, die sind lustig. Was ist denn? Passiert irgendwas, wenn es Abend ist und du bist in einem Nether drin? Nö. Oder? Okay, gut. Also verändert sich da drin nichts. Gut. Dass da irgendwelche dunklen Zombies kommen oder so. Alter, das sind locker 20 Leute hier. Alter, scheiße. So, was brauche ich noch? Gar nichts mehr. Ich kann in den Nether. Alter, das laggt hier gerade tierisch. Ich werde hier erschossen. Ja, das sind auch. Das ist safe bei mir hier. Das sind die gerade wenig. Alter, wer will mal herkommen? Ah, ich bin erschossen worden. Ich bin der Honk ist wieder mal gestorben. Oh Gott. Gegen wie viele Skelette? Hör auf, das waren drei oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, bei mir, hinter mir rennen gerade 30 Pillager hinterher oder 20, okay, 20 wahrscheinlich. Darf ich euch mal fragen, was ihr macht und wo ihr seid? Ich bin gerade erschossen worden, du Vogel. Ich weiß, so. Aber wo, nimm mir den Vogel, du Honk. Wo seid ihr gerade? In einer fucking Wüste bin ich erschossen worden und ich bin jetzt hier beim Dorf gespawnt und ich komme da niemals in der Zeit hin. So, sei denn, ich hole mir jetzt was zu fressen. Problem ist, das war so dumm, hätte ich bloß mal auf meine Lebenspunkte geachtet. So, aber das kriegen wir wieder. Ich weiß, was ich mache, Leute. Sei so schnell hin. Leute, das Scheiß-Pillager fucken gerade ab. Stört es euch, wenn ich rund um den Nether ein kleines Räumchen mache? Um das Portal oder was? Um das Portal. Mach ich. Aus dem Grund, weil ich möchte gerne eine Truhe reinstellen. Da würde ich dann gerne haben als Nether-Truhe. Alles, was vom Nether ist, zum Beispiel Nether-Rack oder irgendwas, das man da vielleicht unterbringen kann. Was ist ein Nether-Rack? Das heißt wirklich so. Das heißt Nether-Rack. Nether-Rack hat es zumindest einmal geheißen. Nether-Rack. Okay, ja. Rack ist gut, ja, aber Rack fand ich nicht. Ja, Nether-Rack, ich sag immer. Ich wollte nur gerade ein bisschen lachen. Bisschen eingedeutscht. Alter, ein bisschen Spaß haben. Ach, jetzt hör doch mal auf zu essen. So, gut. Ich werde mal versuchen. Scheiß, bin ich auch. Hallo. Dann werde ich jetzt abhauen. Alles an Bruchsteinen besorgen und holen, was ich habe. Aua! Ich bin noch gar nicht gerannt, du Vogel. Das wollte ich eigentlich um den Nether noch machen, bevor ich in den Nether reingehe. Nämlich einfach nur so ein kleines Räumchen. Also gar nicht so ein großes Portal, nicht so ein großer Portalraum, was du immer machst, Honk, sondern einfach so ein kleines Räumchen oder so. Drumherum bauen. Oder willst du das einmal. Das kannst du machen. Ich kann das ja später dann wieder in die Luft sprengen. Okay. Ich pack dann Bett rein und dann spreng ich das in die Luft. Ich bin jetzt ein bisschen zynisch und sarkastisch, weil ich nämlich gerade versuche, Wer haut denn hier eigentlich immer Bäume halb weg? Ich nicht. Ich hab einen halb weggehauen. Einen einzigen. Einen. Das machen die Skelette, die schießen die Bäume mit dem Pfeiler ab. Was denn?
Horsti? Nicht witzig, Horsti? Ich weiß. Horsti? Horsti? Ja! Ja, was ist? Ich werde dich nicht erschießen. Okay. Sobald ich meinen Bogen wieder habe, werde ich dich erschießen. Ich werde es genießen, dich zu erschießen. Ich weiß nicht, was ich jetzt drauf sagen soll, ich hab Angst! Da musst du mir in den Nether folgen. Ja, im Nether ist es noch einfacher, dich zu kriegen. Stimmt einfach nicht, weil ich da Angst habe und einfach nur im Kreis laufe. Nö, da gibt es mehr Möglichkeiten, da kann man die schubsen und was nicht alles. Spiel mal ein bisschen Schubs die Kuh und Kups die Schuh. No, so, ich müsste eigentlich zu viel getrunken. Bald. Oh, ich müsste eigentlich bald an meiner Leiche ankommen. Es ist mir auch vollkommen egal um die Erfahrungspunkte. Es geht mir jetzt eigentlich nur um mein Pferd, meine diamantenen Schuhe. Da ist mein Pferd. Geil. Ich sehe es, mein Pferd. Oh, und da liegen meine Klamotten. Ah, geil. Alles aufheben. So. Mein geiler Bogen. So, und jetzt nehme ich Rache an den Viechern. Zwei. Jetzt gibt's auf die Fresse. Jawohl. Ah, ist ein Wissen-Tempel, lol. Ich hätte ihn fast übersehen. Der war komplett eingebaut, Alter. Neuer? Ja. Ist der. Wahrscheinlich so. Der Baum neben den Nether, ist der absichtlich gesetzt worden und sollte da bleiben oder kann der weg? Ist ein Baum. Ah, ne, das geht sowieso nicht. Weil ich muss da 1, 2, 3 und das vierte. Oh, jetzt geht's sich aus. Das ist ein ganz neuer. Wehe, springt auf die Druckplatte. Nee. Ich hab ein paar Bäume rund um das Portal gepflanzt, ja. Um nachzupflanzen. Alter! Die haben keine besondere Bewandtnis, aber ich wollte halt mal wieder ein bisschen nachforsten, ne? Okay. Was? Leute, also kann der weg. Dieser Wüstentempel ist absolut scheiße. Ja, kann. Alter, gibt's nie mal Dias oder so einen Rotz? Cameron? Jetzt sag Cameron Dias? Jetzt sagst du das auch einmal. Ja. Wo ist Cameron? Aber seid mir nicht böse, ich finde es so hässlich. Echt, Entschuldigung Leute, aber. Was ist hässlich? Die Dias. Ich kenne die gar nicht mal. Ich weiß nicht. Was bin ich schon wieder so? Ich weiß nicht mal, was für eine Person das ist. Ich weiß, dass es wohl eine Schauspielerin sein soll. Schauspielerin, ja. Schauspielerin, ja. Ja. Eine Sauspielerin. Also Sauspielerin ist eine Schauspielerin, die in bestimmten Filmen spielt. Ja, genau. Sauspielerin. So. Ja. So. Oh, oh. Die verfuckten Skelette, die mich platt gemacht haben, sind gar nicht mehr da. Supi. Was macht ihr so? Ich versuche die verfuckten Skelette zu kriegen, die mich in Snavana befördert haben. Ich habe alle meine Klamotten wieder. Hab ein paar Erfahrungslevel verloren. Cool. Aber ansonsten fühle ich mich gut und hab mein Pferd wieder, hab meine Klamotten wieder, meine Diamantschuhe, alles ist wieder am Start. Das ist doch cool. Ich möchte jetzt nur an irgendjemanden Rache nehmen für das, was gerade passiert ist und nicht unbedingt an mir. Nicht? Aber nicht an mir. Nicht an mir, ich bin nur da. Was? Nix nicht. Du warst schon wieder kaputt, Horst. Welche Geisteskrankheit hat dich befallen, mein Freund? Du willst dich an mir Rache nehmen, aber ich bin doch nur Name Horst. Nein, Horst. Ach, ich habe ja noch was offen mit dir, stimmt ja. Ah, Moment. Nee. Das können wir nachholen. Moment. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Wo ist mein Eimer? Wo ist die Lava? Drei. Zack. Ich will den Bratpudel machen mit ihm. Das ist. Nein! Was habe ich dir getan? Ich mach den Horst, die zum Bratpudel, weil du mich voll genervt hast. So. Eine Tubenwurst. Was? Tubenwurst. Ja, ich mache den Horst zu Tubenwurst. Jawohl. Ich mach sie zu Tubenwurst. So, ich muss ein bisschen ausstopfen hier. Hausstopf, hat er gesagt.
Was, die ist ja so eine arme Wurst, den mache ich zu Tubenwurst jetzt. So, jetzt habe ich keine Erde mehr. Leute! Was? Wie viel Erde hast du bitte verbraucht? Ich hab dir doch so viel gegeben. Alles verbraucht, ist alles weg. Alter. Ja, ich habe alles gebraucht für mein Plateau. Ich hab... Leute, jetzt gibt's einen Raid, ich habe hier ein Dorf gefunden. Ein Dörfchen? Fuck, eigentlich hab ich gar keine Lust auf einen Raid, muss ich ehrlich sagen. Ja, selber schuld. Hä? Ach, du armes kleines... Ach du arme kleine Babykuh, deine Mutter wird jetzt sterben. Ha. Ah nee, doch nee, hier ist doch glaub ich eine Kuh oder so, da kann ich mir ja Milch holen. Eine Gru? Eine Gru, genau. Weg damit, der Kacke hier. War das nicht der Typ aus Ich einfach unverbesserlich? Ja, wenn du es gerade sagst, fällt es mir auch auf. Der Gru hat eine Gru, haha. Aus Minions. Das, ja. Ne. So, kriegt Milch. So lustig. Ja, es ist weg. Ich finde die mal wieder so lustig. Mal wieder habe ich die Welt gerettet. Ja. Ich muss noch mal die Welt retten. Ach, hören wir doch mit dem auf. Wie hieß der nochmal? Team Bensko, Benz, ne? Benzfurz. Benzko. Oder so, Benzfurz. Benzko. Benko. Bäum, bäum. 1, 2, 3. Bleib doch mal stehen, Kuh, ich will dich doch nur töten. So. Leute, Metal-Leute, es ist Nacht, was machen wir? 1, 2, 3. Und beim vierten setze ich es hin. Ja, passt. Danke. Schon erledigt. Dieses Pferd ist echt eine Katastrophe. Man lässt es ein klein wenig unangeleint und schon läuft es 100.000 Meilen in die Welt hinaus. Echt, ey. Ich sag nur Koppel bauen oder so. Ja. Nee, aber ich will es halt ab und zu einfach nur mal abstellen, weil ich bin hier gerade am Kühe schlachten auf wilder Heide. Weil ich brauch... Auf Hildes Weide? Horsti, ich wollte gerade vergessen, dass ich eigentlich noch eine Rechnung mit dir aufmache. Ich habe nichts gesagt, nö, das war mein Magen. Leute, ich habe Magenknurren. Horsti, ich sehe heute noch irgendwie traurige Zeiten auf dich. Nö, ich bin doch ganz lieb. So, ein Jump. Wo ist mein Eimer, wo ist die Lava? So. Bratpudel. Oh Gott. Instant hier ist ein Cleric, also. Weißt du, statt Instant Bratnudeln gibt es jetzt Instant Bratpudeln. Bratpudeln. Instant ja. Bratpudeln. Wie beim Chinesen. Mögen Sie Platennudeln? Platennudeln? Genau. Geblattene Nudeln mit Gleissorten Fleiß. Fleiß, ja. Kein Fleiß, kein Preis. Genau, ja. Und deswegen müssten bei chinesischen Restaurants eigentlich vegane und vegetarische Gerichte müssten kostenlos sein, weil kein Fleisch, kein Preis. Genau, ja. Ja, wenn kein Fleisch drin ist, dann kann es nichts kosten. kein Preis. Ja. Also Vegetarier haben es leicht. Ja. Was ist das denn da für eine... Hä? Das ist ja mal eine komische Struktur. Was mache ich hier? Alter! Das gefällt mir gar nicht. Das ist das abgefahrenste Ruin Portal, was ich jemals gesehen habe. Jo. Also egal, was ich jetzt wegwerfen muss. Ich werde es tun. Er wird es tun, Leute. Denn ich habe einen Goldklumpen wieder. Hier, Gold. Ja. Warum komme ich da nicht ran? Ich kann nicht aufnehmen. Ich kann nichts mehr aufnehmen, HSD. Das geht da nicht. Ich muss was weggeben. Was fährst du denn auf, hey? Oh. Muss wieder was weggeben, HSD. Warum? Ja, weil mein Inventar voll ist. Achso. So. Bin ich müde, Digga. Schon wieder keine Erde. Aber du bist ja eigentlich auch gar nicht mehr so dick. Ich darf dich eigentlich nicht Digger nennen, weil. Ja. Wir haben darüber ja gerade geredet, ne? Naja, das ist doch egal. Ich bin immer dick. Dick im Kopf.
Trigger, das ist voll der Trigger. Digga, voll der Trigger. Ja. Wo kann ich jetzt noch Erde abbauen? Solange du nicht noch das N-Wort einbaust, ist alles gut. Digga, du Trigger. Ha, ha. Ha, ha. Also, und damit sich jemand ärgert dann später, wenn er hierher mal kommt, werde ich jetzt hier allen Müll in diese Truhe reinwerfen. von dem ruinierten Portal. Und wenn einer von euch hierher kommt, dann wird er so, geil, ruiniertes Portal und die Kiste ist noch da. Und dann findet er dann drin ein bisschen Dreck, drei Kartoffeln. Geil. Gute Idee. Das Pferd ist schon wieder weggelaufen. Pferd! E-Pferd. Pferd! Ich brauche unbedingt. Du bist jetzt nicht mehr im E-Pferd-Tempel, gell? Du bist jetzt wieder im Jagdrevier. Ja, im Jagdrevier bin ich wieder. Ja. Das Pferd ist wieder da. Ich habe einen eingegrabenen Tempel gefunden. Wahrscheinlich ist das der, wo gerade hier Dings, wo Alf uns gerade war. Du kannst ja gucken, ob dort irgendwas Steiniges ist. Oh, Server. Ja, also der Weg schmiert. Dorthin ist auf jeden Fall steinig und schwer. Server schmiert ein bisschen jetzt. Komisch. Okay. Also der Weg ist steinig und schwer. Ja, super. Und ich werde mal das Pferd hier anbinden, weil das wird ein bisschen dauern vielleicht, wenn ich da jetzt reingehe. Ah, bleib hier, Pferd. Das ist immer so wanderlustig, dieses Pferd. Da haben wir noch ein Erdknödel. So, bitte her damit. Alter, draußen ist es schon hell. Was? Ja! Ja, voll! Ich liebe es. Ich liebe Zeit in der Früh.